Herzlich willkommen an dieser Flurbegehung. Wir zeigen euch heute den Feldversuch vom Projekt Recycle for Bio, das das Fiebel gemeinsam mit Agroscope seit 2018 durchführt. Im Hintergrund sehen wir den Kiesholzhof, der uns diese Fläche seit 2018 zur Verfügung stellt, damit wir hier die Ertragswirkung und auch die Klimawirkung von verschiedenen organischen Düngern vergleichen können. Im Biolandbau sind wir sehr stark auf die Nährstoffversorgung mit organischen Düngern angewiesen. Und traditionell werden die Hofdünger verwendet aus der Tierhaltung, sei es flüssig oder fest. Aber mittlerweile geht ein großer Teil von organischen Stoffen, sei es Hofdünger oder anderer Biomasse, zunächst durch eine Biogasanlage. Dort kann erneuerbare Energie gewonnen werden. Und anschließend können diese Nährstoffe in Form von Gärgülle, Gärmist, flüssigem Gärgut oder festem Gärgut aufs Feld zurückgeführt werden. Und wir untersuchen hier, wie sich diese Vergärung, diese anaerobe Vergärung anschließend auf die Ertragswirkung auswirkt, auf die Klimawirkung und langfristig auch auf die Bodenfruchtbarkeit. Insgesamt haben wir 9 Verfahren. 2 Kontrollen, ein Verfahren, wo wir gar nichts düngen, ein Verfahren, wo wir mit Mineraldünger arbeiten. Für dieses Video fokussieren wir uns auf die Rindergülle, die Gärgülle und das flüssige Gärgut. Aber zusätzlich untersuchen wir auch noch 2 weitere Verfahren, einmal das Stripping und einmal die Ansäuerung. Bei den Erträgen beobachten wir seit Anfang an, dass die flüssigen organischen Dünger bei den Erträgen fast mithalten können mit dem Mineraldünger, während die festen organischen Dünger anfangs nur sehr wenig Wirkung gezeigt haben. Die Erträge waren fast so tief wie in der nicht gedüngten Kontrolle. Mit der Zeit verbessert sich aber durch die festen organischen Dünger die Bodenfruchtbarkeit und die Erträge nehmen jetzt auch zu. Zur Stickstoffausnutzung haben wir folgende Beobachtungen gemacht. Die Ausnutzung von Mineraldünger durch die Pflanze ist jeweils deutlich höher als bei den flüssigen organischen Düngern. Zwischen Gärgülle und Rindergülle sehen wir aber keine deutlichen Unterschiede in der Stickstoffausnutzung. Das hängt eben damit zusammen, dass wir genau dieselbe Menge Gesamtstickstoff ausgebracht haben. Wenn wie in der Praxis nach Kubikmeter gedüngt würde, also 30 Kubikmeter Rindergülle mit 30 Kubikmeter Gärgülle verglichen, dann wäre die Stickstoffwirkung viel, viel höher bei der Gärgülle, weil sie eben viel mehr Stickstoff enthält. Wichtig in diesem Versuch ist auch die Klimawirkung der organischen Dünger. Deshalb haben wir seit 2018 regelmäßig die Treibhausgasemissionen gemessen. Das machen wir mittels Kammern, geschlossene statische Kammern, die wir in den Reihen, das heißt die Kultur wächst auch mit, installieren und dann in diesem Fall jede Woche die Treibhausgase damit messen. Hier sehen wir die Lachgasemissionen kumulativ, die wir in der Wachstumsperiode des Winterweizens letztes Jahr gemessen haben. Alle Werte sind in CO2-Äquivalente pro Hektare ausgedrückt. Hier haben wir die Kontrolle, also die ungedüngte Kontrolle und die mineralisch gedüngte Kontrolle. Dann haben wir die Rindergülle, die Gärgülle und zu guter Letzt das flüssige Gärgut. Und was wir sehen, ist, dass die Rindergülle ähnlich hohe Emissionen zeigte wie die mineralisch gedüngte Kontrolle. Hingegen sowohl die Gärgülle wie auch das flüssige Gärgut tendenziell geringere Lachgasemissionen zeigte als die Rindergülle. Bei den Methanemissionen sind die Unterschiede deutlicher. Das sehen wir sehr gut bei der ungedüngten und der mineralisch gedüngten Kontrolle, wie der landwirtschaftliche Boden grundsätzlich eine Methansenke ist. Hinsichtlich den organischen Dünger sehen wir die Unterschiede bei der Ausbringung. Da gibt es sehr kurzlebige, es ist eine Frage von Stunden bis einem Tag, Methanemissionen. Und die sind bei der Rindergülle deutlich höher als bei der Gärgülle und dem flüssigen Gärgut.
Und nach der Ausbringung, sobald der Boden die flüssige organische Dünger aufgenommen hat, haben wir keine Methanemissionen mehr. Organische Dünger verbessern ja immer auch die Bodenfruchtbarkeit. Und wir haben hier gesehen, dass die flüssigen organischen Dünger einfach dazu beitragen, dass die Fruchtbarkeit konstant bleibt. Bei den festen organischen Düngern, beim festen Gärgut, wird effektiv Humus aufgebaut. Es gibt noch wenig Daten dazu, wie die verschiedenen Dünger aus der Vergärung, also aus den Biogasanlagen, sich auf die Bodenlebewesen auswirken. Deshalb schauen wir dies jetzt im Versuch auch noch vertieft an. Der Feldversuch wird jetzt im Juli abgeschlossen und wir arbeiten gerade an der Auswertung der Resultate, die wir so bald wie möglich über Bioaktuell und anderen Zeitschriften euch mitteilen werden. Wenn ihr selbst Erfahrungen oder Beobachtungen mit den verschiedenen organischen Düngern gemacht habt, schreibt sie uns gern in die Kommentare.